Weil der Omo du mich am Arsch gerade gelegen. Warte, so sitze ich mich. Ich setze mich so hin, seitlich. Eben, du kannst nicht so ganz. Nein, sitze andersrum. Ja, das schaffe ich nicht so. Und sie sitzt so, und sie sitzt so. Ja, wo stand man die sind oder die Füße? Ah, ich bin lieber davor, lass mich so hinten. Heide. Haben wir's? Warte. Ich musste eine Position finden, wo ich drücke noch ein bisschen nach rechts. Wer ist wohin? Ah, ja, ja, okay. Ja, Emil, nein, das geht nicht. Nein, nein. Ja, ich glaube, so jetzt haben wir es. Er hat das ja, Video. Du weißt schon, dass du die meiste Platz von anderen kriegst, aber es ist nicht dein Video. Es ist so. Ja, ja, deswegen sage ich, ich gehe so nach vor, ich will nicht im Vordergrund. Alles gut, alles gut. Komm, wir müssen näher, passt schon. So. Okay, geh du lieber nach vor. Es passt schon. Ich will hinten sein. It's me. It's Todd Crane. Und die Chris. Yes. Von der Kardashians, ich weiß es nicht. Hallo. Auntie Chris, it's me, it's Todd Cranes. Welcome back. Nehmen die Leute, ist nicht, dass wir Pause machen. Hallo, meine Lieben. Hallo. Willkommen zu einem weiteren Video von uns vier. Wir sind jetzt in Bali, das ist mein Geburtstagswochenende und wir haben ein paar Snacks gekauft und dachten uns, wir probieren sie und bewerten sie hier. Meine Gäste werden natürlich mit abstimmen. Also ich würde sagen, let's begin! Yes. Seid ihr ready, Freunde? Ich bin ready. Schau, ich bin ehrlich, ich bin ruhevoll. Aber ich werde von jedem das probieren. Aber ich bin orgvoll. Wir haben wirklich viel gegessen heute. Aber und wir sind doch alle ziemlich fertig. Ja, also wenn ihr diese Augenringe seht. Ich bin jetzt überhaupt 10, oder? Ja. Wir sind schon seit 12 Stunden unterwegs. Jupp. Okay. Ja, mit was möchtet ihr beginnen? Süß oder salzig? Ihr seid die Experten. Ich glaube, wir haben mehr salzig, deswegen sollten wir mit salzig anfangen. Okay, dann würde ich gleich mal die. Okay. Veggie gut. Ich weiß nicht, ob diese Bohnen gut sind. Ich glaube, das ist schon lecker. Mhm. Riecht es? Nimm eins. Gleich so. Oh Gott, was ist das? Oh, das schaut unnicht appetitlich aus. Boah, das sieht so verschimmelt aus. Riechen wir es da? Schaut bitte, wie das ausschaut. Ist ein bisschen schimmelig. Es schmeckt nach nichts von dem, was da oben ist. Es schmeckt urfarfig. Es schmeckt nach Mais. Ah ja. Bewertungen sind wieder 1 bis 5, also Schulnoten. 5 schlechteste 1. Nicht Plus und Minus auch oder einfach Note. Genau, ja. Wie bewertest du diese Veggie Goods? 4. 3 Minus. 4 Plus. 4 Minus. Okay. Das schmeckt nach nichts. Sehr schwach vielleicht. Ja, da sind Bohnen drauf. Da sind Erbsen drauf. Da ist gelbe Erbsen drauf. Was weiß ich, was es ist. Es schmeckt nach nichts von dem. Es schmeckt nach gar nichts. Legit ich meine nach Salz. Nichts. Nein, es ist wohl ganz gesalzen, Herr Slippen. Es schmeckt nur nach Mais. Nach Maiswaffeln. Ja. Und dafür schaut es ureklig aus. Das Das sind Vivace. So Bruschetta. Prostini Dorati. So Bruschetta Vivace. Mäßig. Vivace. Immer ist von der Italien. Das C und ein E ist ein C. C ist das. Okay. Wow! Das riecht. Es schaut aus wie eine Wurst. Es riecht wie ein nach Würstchen. Fett, finde ich. Es schaut aus wie ein Würstchen. Es schaut einfach so aus, wie jetzt hättest du eine Wurst. Ich finde, es riecht nur nach Fett, oder? Es riecht schon sehr fettig. Es riecht nach Hundefutter eben. Nein. Ja, nicht aber. Den Nebel ist der Brot. So, urschwach. Wo ist die Vivace, Mann? Wo ist das Vivace? Irgendwas. Es schmeckt nur komisch. Na. San Carlo. Genau. Minus. Okay, wie bewertet ihr jetzt diese komischen Vivace? 4 Minus. 5.
4. 3. 3? 3 habe ich gesagt, ja. Warum aber? Ich weiß nicht, ich finde sie besser als die anderen. Nein. Nein. Das schmeckt zumindest nach Mais. Ja, das schmeckt einfach nach Fett. Ja, und nach Das macht gar keinen Sinn, weil sie schlechter bewertet, aber sie schmeckt nie besser. Und so, ich finde sie besser als die andere. Ich so, ich auch. Obwohl ich sie schlechter bewertet habe. Du verstehst nicht, wie das hier funktioniert, oder? Anscheinend. Okay, was Süßes. Nehmen wir diese Ancora Uno. Ich glaube, sie werden uns auch enttäuschen. Crema Latte con, Scagli di Cioccolato. Das ist Gille, oder? Scagli. Das ist ein G, weil es ist kein I und kein E danach. Wisst ihr, wie oft ich mir das anhören musste? Und ich check's einfach nicht. Das ist wie in die Zechinesisch reden. Wann welches Vokal kommt. Oha, da sind auch viele drin. Wow. Ich glaube, das wird in Deutschland nicht. Können wir uns das teilen? Ich weiß nicht, ob ich ein Gas schaffe. Aber schaut schon cool aus. Zum Kaffee. Mit Stracciatella. Boah, es riecht geil nach dieser Schokostücke, nach Kakao. Soll ich wieder in die Kamera halten? Jetzt hast du schon begonnen, jetzt musst du weiter. Stimmt, ja. Ist a Waffel. Musst du wie immer so halten. Das hat mein Leben genommen in Wien. Ja, Mann. Mm. Oh, schon nicht schlecht. Boah, die Schokoschüttchen schmecken auch künstlich. Abgang kritisch. Ursüß, wow. Wow. Konsistenz und Geschmack. Ja. Beginn vom Geschmack, oh. Mhm. Und dann Buh. Ja, stimmt. Und dann Buh. Das war's jetzt gut zusammen. 3 minus. 4. 3 minus. Ich sage auch 3 minus. 4? Echt? Bist du schlecht? Es ist zu süß. Ich weiß nicht, mein Problem ist, dass ich echt zu süße Sachen nicht mehr so essen kann. Machen wir weiter mit San Carlo Nummer 2. San Carlo! Die sind mit was? Semplici e croccanti. Oh, Petersilie! Oh mein Gott, das ist genau was für Petersilie und Lauch, oder? Schnittlauch. Riech einmal. Oh, aber die riechen gut. Die riechen, riechen besser. Die riechen witziger. Aber die riechen schon auch aus wie Würstchen. Ich glaube, die werden auch nicht kosten. Das Leute, das geben sie auf irgendwie Suppe rein. Ach so. Ehrlich? Also, das ist jetzt mal was Süßes. Die Salatensuppe. Das ist einfach so viel. Das ist so Aperitif, so. Okay. Da kannst du damit, oh mein Gott, das eine belegt man, die hier belegt man und die hier kannst du in Suppe. Wie nennt oder man Salate. Das? Ja, oder Salat. Wie nennt man das bei uns? So. Croquant? Nein. Ne? Cotons. Cotons. Okay. Okay. Wow, was für ein Fehler. Dann geht's. Okay. Okay. Let's go. Wow. Oh ja. Die in Salat, bam. Mhm. Oder in Suppe. Ja. Kriegst. So sind die auch nicht schlecht. Ja. Mhm. Besser als mit Paprika auf jeden Fall. Mhm. Und was? Sie wollte einfach Ja, das kann ich nicht. Wow, ich mach so einfach eine andere Sprache. Aber verschrumpfte Katze einfach. Schon Wir machen Riccioli. Ja, warte, du! Dieser Finger bedeutet Sus!
Ja, es ist schon vorbei. An Mais. Das kann ich jetzt sagen. Den hast du gelassen. Ich glaube, das sind so wie Bugles. Ja, aber ohne Macho-Chäse. Ja, das ist aber auch so plain. Oh, glaube. Die werden sich ja urfarb schmecken. Ja, macht das nicht fix fast. Aber ich glaube, die sind urcrunchy. Ja, das glaube ich auch. Oh, das ist sicher schon gut. Schau nicht auf die anderen. Let's go. Oh, ich fand die Geschichte. Null Würze, was ist mit diesen Italienern, aber Gewürze, kennst du? Null Würze, oder? Boah, schmeckt nur noch Mais. No. Aber es hat was. Na. No. So, bei mir macht es schon so Lust, so noch eins zu nehmen. Dieser Geschmack am Ende, beziehungsweise dieses Gefühl im Mund. Not gut. 4. Echt? Ja. Na, bei mir 3 plus. 3. 4. Okay. Ja, ich finde es sehr langweilig. Jetzt ist halt nicht so gut gewürzt, aber ich mag es trotzdem ganz was. Also bei mir ist so, es macht Bock auf mehr. Die letzten sind Veggie Good, das ist Karotta. Ich bin generell Karotta. Karotta. Was magst du eigentlich? Okay. Riecht gut. Riecht für dich nicht gut. Ich finde schon, dass es gut riecht. Riecht noch nichts. Ja, ich riech auch nichts raus. Vielleicht habe ich doch irgendwas anderes. Oh, genau, du hast gesagt. Ja, ich glaube. Vielleicht haben wir nicht irgendwas. Egal, probieren wir mal. Also, es sieht schon mal. Sie schon schon geil aus. Okay, probieren wir. Wo ist der Karotte? Leute, kennt ihr Salz? Weißt du, wie das schmeckt? Paprika Chips. Wie dieses Knäckebrot. Ja. Paprika Chips, das ist schon. Plain Chips für mich. Boah, aber der Nachgeschmack, uff. Na. Boah, der Nachgeschmack ist ohrgründig. Was ist das für ein Nachgeschmack? Ja, Salz ist die letzte Zutat. Ja. So schmeckt's auch. Aber Karotte ist nur 1,5% in mir. Ja, okay. Warum nennen sie dann Karottencracker? Wow. Krokanti halt. Krokanti. Aber es ist mit Reis, schau. Und mit Linsen. Linsen, Reis und Karotten. Linsen schmeckt man raus, ja. Ah, Linsen, Chips und Karottenflavor. Ja, wahrscheinlich sehr gerne, Alter. 4. 4? Yes, 4. 4 minus. 4. Ich will dir als letztes bitte. Okay, also das ist Schokolade. Ja, voll. Auf die, auf die so setze ich alles. Ja. Auf Rugoplätze. Ferrero, Tronchi. Nocciola, krokante Waffe. Ferrero ist das. Von Ferrero. Oh, kenn ich gar nicht. 5 Pezzi. Aber bitte, wie machst du das auf Tag? Ja. Das ist wie ein Ball gespielt. Kriegt schon Panik hier. Bam, ein ganzes. Na, ich werde die Hälfte machen, ja, würde ich sagen. Darin setze ich. Schaut aus, wie es würde einfach der Schokoüberzug fehlen. Das ist für mich einfach ein Duplo ohne Duplo. Schoko. Duplo, ja. Ja. Duplo ohne Choco. Das ist so eine Cremefüllung drinnen. Ja. Schokolade. Ich glaube, dass das gut ist. Okay. Geht? Mhm. Füllung ist geil. Bueno, ein bisschen, oder? So Haselnuss halt. Die Haselnussfüllung ist immer geil. 2 plus. 2 plus. Für mich ist auch 2 plus. Top. Das Beste bis jetzt. Ich finde auch das ja. Beste. Stabile Eindeutig. Geschichte. Eindeutig. Dann die letzten. Frutella. Vertigo Frizz. Frizz. Vegan, meine Freunde. Vegan. That's good. Senza Gelatina Animale. Das ist sprachlich schon geil, Mann. Die Aussprache, yo, exonge zu Italienerin. Der Backerl aufmacht, ist für mich. Ja, oh, jetzt hätte ich das wirklich nicht gemerkt. Achso, welche Farbe willst du? Ja, rot. Gut. Welche Farbe wollt ihr? Orange, gelb, rot, rot.
Das Problem ist, was ich, wenn jeder ein anderes kriegt, dann können wir ja nicht gleich bewerten. Ja, stimmt. Weil jeder schmeckt ja anders. Dann gibt's hier noch oder wir machen so, von allen, weißt du, von jeder deinem vier ab. Stück. Oh, okay, okay. Ja. Weißt du, dass jeder von einem halt... Ah, ja. Ja. Okay. Weißt du? Schon? Mhm. Und einmal Oranje. Zitrone haben wir, ja. Zitrone haben wir. Gut. Wow. Sehr intensiv. Himbeere ist das, gell? Das ist Himbeere, Freunde. Das ist Oranje. Ich habe urlang keine so Gummizeugs mehr gegessen. Boah, geil. Okay, Oranje. Das hat gerade ein bisschen so einen kräutigeren Nachgeschmack, ja, oder? Wenn du mit Zeugs mit dem hast, dann. Erbe? Wow. Oh, natürlich. Dieses künstliche. Boah, Erdbeer ist richtig gut. Ich weiß schon, was so Mutter nachmachen wird. Die ganzen Haribo-Tabletten. Fruchtig. Definitiv eine 1. 1. 1 plus. Da brauche ich gar nicht überlegen. Ja, es ist auch eine 1. Wenn ich jetzt 2 plus geben würde, wäre es nicht gerechtfertigt, weil ich bin extrem voll. Die schmecken abnormal. Sehr lecker. Echt gut, ja. Ich fand nur Orange. Mit von Abstand allen das Beste. Nein. Nein, die von den anderen. Am schwächsten. Ich fand nur Orange mit Abstand das Beste. Oh, die Orange war von allen am oh. Schwächsten. Ja, aber Himbeere. Himbeere und Erdbeer fand ich sehr gut. Erdbeer. Frutella. Und Limone. Ich fand alle gut. Orange. Ich fand auch alle gut. Ich fand auch alle gut. So, Freunde, jetzt kommt noch Eistee. Eistee. Opa. Das war sehr Chai, Abi, Chai. Chai? Das Problem ist, dass das rutscht, was du? Was hast du vor heute Abend? Probieren Sie bitte, Madame. Ich werde sie jetzt schon nicht schmecken. Boah, das riecht ein bisschen nach Mango. Das riecht nicht nach Pfirsich, das riecht nach Mango. Das wird nicht schmecken. Okay, wir probieren mal. Pink süß ist es, oder? Schmeckt da. Pesca. Was habt ihr über was lacht ihr? Was ist los mit euch? Warum seid ihr so behindert? Richtig Erfolg. Warum lachst du? Erklär es jetzt. Wie schmeckt der Pesca? Ja, das ist gar nicht gut. Behindert. Oh, ist schon gut. Ist gut, gell? Ich bin schon San Benedetto Pesca. Bitte schön. Wie schmeckt der Pesca? Okay, was gibst du für eine Note? 4 minus. Ja. Was? Dito. 4 minus? Ja, nein, ich hab's keine Ahnung. Schwach. Es ist so schwach. Ja, aber ihr kennt euch auch nicht aus, was Saft bitte. Ich sag stabile 2. Eine stabile 2. Schon, gell? Kann man schon geben, ja. Heißt, du trinkst das, du bekommst Diabetes. Ja. Na. Aber es ist sogar wenig Zucker ich drin. Ich find's nicht so süß, sagen wir. Es ist doch wenig Zucker drin. Ach, nein, der Nachgeschmack ist urgrindig. Ja. Seine Zunge Leute. Ist geschädigt von diesem ganzen Zucker drin. Nein, aber das hat wirklich wenig Zucker drin. Ich habe geschaut, das hat, glaube ich, knapp 5 Gramm pro 100. Ja, aber dieser Nachgeschmack ist urgrindig, finde ich. Das schmeckt urkünstlich. Ja. Naja, hast jetzt keine Ahnung. Jetzt keine. Sorry. Nein. Saft, überlass das lieber den Profis. Dankeschön. Das ist Pesca. Unsere Meinung. Nein. Unsere Meinung. So, meine Lieben, das war's mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, zeigt uns das gerne mit einem Like und einem Kommentar. Hier bei Nataschas Kopf könnt ihr mich abonnieren. Bei Umuts Kopf seht ihr das letzte Video. Und wir sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye! Bye.